Herzlich willkommen beim Natur im Garten Gemeindewebinar. Mein Name ist Daniela Tüchler, ich bin Beraterin für Natur im Garten und wir gehen heute mit Ihnen gemeinsam, diesmal nicht durch dick und dünn, sondern durch Hitze und Trockenheit, aber auch durch stürmische, strömende Starkregen. Aber keine Sorge, durchhalten lohnt sich. Wir finden in der heutigen Stunde garantiert Lösungen, was wir am besten mit dem Wasser tun, das wir einerseits in Trockenperioden so dringend brauchen würden, das uns aber andererseits während Starkregenereignissen regelrecht überflutet. Im Moment läuft noch die Umfrage, wer Sie sind bzw. welche Funktion Sie in der Gemeinde haben. Ich bitte Sie dann noch mit abzustimmen, damit wir ungefähr wissen, wer heute hier mit dabei ist. Dieses Webinar wird vom Land Niederösterreich finanziert, aber Natur im Garten gibt es schon lange nicht mehr nur in Niederösterreich, sondern wirklich in allen Bundesländern in Österreich und es gibt Natur im Garten auch in Deutschland, in der Schweiz und in Südtirol. Und ganz egal, wo Sie herkommen, wir freuen uns über alle Gäste und an dieser Stelle auch wieder mein Aufruf. Liebe anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Regionen, ich bitte euch um eure Unterstützung im Chat, falls spezielle Fragen für eure Region, für euer Bundesland auftreten sollten. Ja, vielleicht kurz zu Natur im Garten. Ganz wichtig sind uns unsere drei Kernkriterien. Also das ist einmal der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide. Und da ist es wirklich schön, dass es schon über 400 niederösterreichische Gemeinden gibt, die das auch wirklich einhalten. Dann das zweite ist der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger. Viel besser ist es, da organischen Dünger zu verwenden. Und das dritte Kriterium ist der Verzicht auf den Torf. Also einerseits zum Schutz der Moore und aber auch als Klimaschutzmaßnahme. Also damit das Kohlendioxid unter der Erde, in der Erde gespeichert bleibt und nicht zusätzlich in die Atmosphäre verpufft. Und wir legen natürlich auch großen Wert auf biologische Vielfalt und auf die Gestaltung mit heimischen und mit ökologisch wertvollen Pflanzen. Ja, und falls Ihre Gemeinde es noch nicht getan hat, fassen Sie doch bitte im Gemeinderat den Beschluss zur Natur- und Gartengemeinde. Wir unterstützen Sie sehr gerne auf diesem Weg. Ein Anruf oder ein Mail an die entweder Grünraumservicestelle oder an uns Regionalberater genügt. Wir erklären Ihnen gerne, was genau dazu zu tun ist. Ja, und natürlich einen herzlichen Glückwunsch und ein herzliches Dankeschön an alle heute hier anwesenden Gemeinden, die schon Natur im Garten aktiv umsetzen und Natur im Garten aktiv leben. Kurz nochmal zur Technik. Also wir sehen und hören Sie heute hier nicht. Das heißt, Sie können rechts unten, also umgekehrt muss ich jetzt sagen, sehen Sie den Chat und da können Sie gerne Fragen stellen und sich auch untereinander austauschen. Und falls das Bild einmal hängen bleiben sollte oder Karton mehr zu hören ist, dann in der Mitte oben den Wiederverbinden-Knopf drücken oder sich nochmal über den Anmelde-Link neu anmelden. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie können 5 Tage im Nachhinein das Ganze auch noch nachschauen. Wir schicken Ihnen dann gleich nach dem Webinar den Link dazu zu. Ja, und dann möchte ich auch schon meine Kollegin Petra Hirner begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Petra. Da ist sie schon. Petra Hirner ist bereits viele, viele Jahre als Natur- und Gartenberaterin beschäftigt. Sie hat Landschaftsplanung studiert und auch ökologische Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und sie betreut für Natur im Garten den Bildungsstandort in Baden und die Gemeinden im Industrieviertel. Und bevor ich dich jetzt gleich losstarten lasse, Petra, zeige ich dir und den Teilnehmern noch das Ergebnis der Umfrage. So, Sie müssten die Umfrage jetzt sehen. Also 1% sagen Bürgermeister, 30% sind aus dem Gemeinderat. Soll ich mir ein bisschen näher gehen, damit ich es lesen kann? 16% Mitarbeiter vom Bauhof, 12% Amtsleitung oder Verwaltung, 7% von einem Verschönerungsverein oder Dorferneuerungsverein, 9%, die sich schon super gut mit dem Thema auskennen und 21% interessierte Bürger. Ja, danke fürs Mitabstimmen. So, und dann übergebe ich auch an dich, liebe Petra. Bin schon sehr gespannt auf deine Vorschläge zum Umgang mit dem Niederschlagswasser. Bitte sehr. Ja, danke, liebe Dani. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Die Präsentation wird jetzt im Hintergrund hoffentlich gestartet.
Das Thema ist zu viel oder zu wenig Wasser, also Regenwassermanagement in der Gemeinde. Ich muss zugeben, der Titel Regenwassermanagement ist ein bisschen ein abstrakter Begriff oder ein sperriges Wort, aber in Wirklichkeit geht es darum, was wir im verbauten Gebiet oder im Siedlungsraum mit dem Niederschlagswasser, mit dem Regenwasser machen, wie wir einfach damit umgehen. Und bevor ich jetzt in den Siedlungsbereich komme, möchte ich einfach nur kurz zeigen, was mit dem Niederschlagswasser, mit dem Regenwasser in der Natur passiert. Das heißt, wenn es regnet, der Großteil vom Niederschlag versickert im Boden oder kurzzeitig und verdunstet aber dann wieder. Das heißt, 75% vom Regenwasser verdunsten wirklich an Ort und Stelle. Das bedeutet natürlich auch eine Abkühlung. 20% vom Niederschlagswasser versickern in tiefere Schichten und tragen auch zur Grundwasserneubildung bei. Und 5% fließen oberirdisch ab, entweder versickern an anderer Stelle oder fließen in einen Bach irgendwo. Also das passiert in der Natur. So, wie schaut es jetzt bei uns in der Gemeinde aus, im verbauten Gebiet? Da haben wir natürlich viel versiegelte Fläche, da haben wir ja zum Teil wenig Vegetation, wenig Bäume. Was passiert hier mit dem Niederschlagswasser, wenn es im Siedlungsbereich regnet? Da schaut die Situation nämlich ganz anders aus. Es ist eher umgekehrt, das heißt, durch den versiegelten Boden kann nichts versickern. Das wird abgeleitet, das heißt, 70% vom Niederschlagswasser wird über Kanalsysteme abgeleitet, entweder in den Vorfluter oder in die Kläranlage. Nur 10% vom Niederschlagswasser können verdunsten. Das bedeutet auch weniger Abkühlung. Das heißt, wir haben auch hier wirklich dann so Hitzefallen im verbauten Gebiet. Und 20% können aber versickern eben über bestehende Grünflächen und auch stehendem Grundwasser dann zur Verfügung. Ja, und eben weil wir sehr viel versiegelte Fläche im Siedlungsgebiet haben, verfügen wir hier auch über effiziente Kanalsysteme, die einfach sehr, meistens sehr unsichtbar eben die Abwässer geordnet ableiten und auch dafür sorgen, damit wir möglichst keine Überflutungen in den Gemeinden haben. Ja, jetzt gibt es aber zwei Faktoren, die noch dazukommen. Das eine ist, wir haben es mit einer steigenden Versiegelung zu tun und das ist leider nicht wenig in Österreich. Das heißt, in Österreich werden pro Jahr 44 Quadratkilometer Fläche zusätzlich versiegelt. Das ist eine Fläche jährlich in der Größe von Eisenstadt. Das heißt, es muss mehr und mehr Wasser einfach entsorgt werden über das Kanalsystem, kann nicht mehr versickern. Das ist das eine. Und das zweite ist, durch den Klimawandel, durch die Klimakrise haben wir eine Zunahme von Starkregenereignissen. Das heißt, wir haben jetzt schon mehr wirklich intensive, starke Regen in kurzer Zeit und die werden aber noch weiterhin zunehmen. Und auf diese Starkregenereignisse sind unsere Kanalsysteme nicht ausgelegt. Ja, das heißt, die Folge kann sein, einfach überlastete Kanäle, lokale Überflutungen. Das führt dann zu Schäden an Gebäuden oder an der Infrastruktur. Das heißt, hier muss man auch wirklich weiterdenken. Und das andere ist, meine Kollegin hat es eh schon gesagt in der Einleitung, also wir haben jetzt nicht nur mehr Starkregenereignisse durch den Klimawandel, wir haben auch mehr Trockenperioden. Das heißt, die Dürrephasen verlängern sich und gerade in diesen Zeiten würden wir dringend das Wasser brauchen. Das heißt, hier fehlt es dann der Vegetation und es werden aber nicht nur die Trockenperioden länger, sondern auch die Hitze nimmt zu. Und beim Baum bedeutet mehr Hitze normal mehr Verdunstung. Und wenn er aber dann nicht das entsprechende Wasser hat, dann ist das für einen Baum oder für die Vegetation ein Stress. Und das heißt, sie haben hier nicht die optimalen Wachstumsbedingungen. Aber gerade in der Klimakrise, wo es auch immer wärmer wird, wo auch unsere Gemeinde, unsere Siedlungsgebiete Hitzeinseln werden, sollten wir schauen, dass wir einfach viele Bäume haben, weil sie die beste Klimaanlage sind und sollten auch schauen, dass die Bäume gute Wachstumsbedingungen haben. Das heißt, es gilt eigentlich, das Wasser zu speichern. Das heißt, weil wir haben einerseits zu viel und dann zu wenig. Das heißt, wir müssen uns hier einfach einen Umgang mit dem Regenwasser überlegen. Das, ja, hier noch einmal die zwei Extreme, zu viel oder zu wenig. Das heißt, das sind die zwei Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, die auch in den nächsten Jahrzehnten sich noch verschärfen werden.
Und damit wir mit denen aber gut umgehen können, brauchen wir wirklich neue Ansätze im Umgang mit dem Niederschlagswasser in den Gemeinden. Und hier gilt es wirklich, den natürlichen Wasserhaushalt einfach wieder dem natürlichen Wasserkreislauf anzupassen. Das ist jetzt keine reine Empfehlung, sondern das sind wirklich wasserwirtschaftliche Prioritätensetzungen. Das heißt, das Ziel ist immer wirklich ganz viel Versickerung. Das heißt wirklich so, Sie erinnern sich an die erste Folie, die ich Ihnen gezeigt habe. Das war der natürliche Wasserhaushalt. Und da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen wieder wirklich ganz viel Versickerungsflächen schaffen im verbauten Gebiet, damit das Wasser auch wieder verdunsten kann an Ort und Stelle. Das heißt, wir dürfen das nicht weiter ableiten, sondern müssen es wirklich an Ort und Stelle halten. Wir brauchen Retentionsräume, wo das Wasser gespeichert wird, dass es auch dann der Vegetation zur Verfügung steht, wo wir es dann eben nutzen können, beziehungsweise von wo es eben gedrosselt abgeleitet werden kann. Aber eben dahin geht die Reise. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie schaffen wir sowas im verbauten Gebiet? Wie können wir viel sickerfähige Fläche schaffen, wenn doch alles versiegelt ist? Und Sie kennen vielleicht den Begriff der Schwammstadt. Das war in den letzten Jahren, hat man es was im Gespräch durch das Schwammstadtsystem für Straßenbäume, werde ich dann auch noch genauer darauf eingehen. Aber es geht einfach darum, wirklich bildlich kann man sich das vorstellen, dass wir aus unserer Gemeinde, aus unseren Städten Schwammstädte machen, dass wir einfach viele Schwämme schaffen, wo eben Wasser aufgenommen werden kann und dann langsam abgegeben wird. Und ein großes Potenzial ist zum Beispiel bei den Dächern, jetzt hier bei der Gebäudebegrünung. Wir haben viele Dächer, also durch Gebäudebegrünung kann eben viel Wasser gespeichert werden, langsam abgegeben werden. Aber auch Parkplätze. Wir haben ganz viele versiegelte Parkplätze. Wenn die versickerungsoffen sind, werde ich viele Beispiele vorstellen. Dann kann hier Regenwasser gehalten werden, auch wasserdurchlässige Plätze, Wege, Bäume und ihr Wurzelraum, dass man einfach schaut, dass man das Wasser wirklich der Vegetation zuleitet, dass man einen entsprechenden Wurzelraum hat, der als Retentionsraum fungieren kann. Ebenfalls bepflanzte Beete, dass man auch hier das Wasser speichern kann. Generell alle Arten von Grünräume können Wasser speichern oder eben auch Sickermulden. Aber jede Maßnahme, die dazu beiträgt, dass in der Gemeinde Wasser gespeichert wird, ist eben ein Teil der Schwammstadt und ja, da geht die Reise hin. Und die Leitsätze zur Niederschlagsbewirtschaftung sind also in Zukunft Wasserrückhalt geht immer vor Wasserableitung, dass man wirklich schaut, dass man die versiegelte Fläche aufs unbedingt notwendige Ausmaß verringert, also Flächenversiegelung, wo es geht, vermeidet. Ja, wir brauchen viele natürliche Retentionsräume, damit wir einfach auch eine Grundwasserneubildung wieder haben. Das heißt, das Wasser muss wirklich an Ort und Stelle versickern, dass auch dem Grundwasser wieder zur Verfügung steht. Und die Wasserspeicherung im besten Falle mit der Mikroklimaverbesserung koppeln. Das heißt, das Wasser soll gespeichert werden, damit es auch verdunsten kann oder eben auch den Bäumen zur Verfügung steht. Weil wir brauchen das Wasser ganz dringend und wir brauchen aber auch die Abkühlung ganz dringend in den Gemeinden. Und wenn das Wasser eben für die Vegetation genutzt wird, damit die eben wieder kühlen können, ist das eine Win-Win-Situation. So, und damit, du hast dich zugeschaltet. Es gibt das Interview, oder? Vorher noch eine Umfrage. Mhm. Die habe ich schon freigeschalten. Also die ersten beteiligen sich auch schon daran. Wir würden gerne, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wissen, wie Sie in Ihrer Gemeinde derzeit mit dem Niederschlagswasser umgehen. Fließt es hauptsächlich noch in die Kanalisation? Haben Sie schon ein paar Flächen zur Wasserspeicherung oder wird bei Ihnen bereits möglichst viel Wasser an Ort und Stelle gespeichert? Wie ist es bei neuen Projekten? Wird dort ein naturnaher Rückhalt berücksichtigt? Oder treffen Sie sowohl Maßnahmen im öffentlichen Bereich und fördern auch zusätzlich den Wasserrückhalt im Privatbereich? Und bitte einfach das ankreuzen, was am meisten auf Sie zutrifft, weil leider Mehrfachnennungen jetzt nicht möglich sind. Also man kann sie nur für eine Antwort entscheiden. Gut, ja, und jetzt haben wir einen Interviewgast, einen ganz besonderen Gast aus der Stadt Tulln. Stadtgärtner Mario Jaglatz.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mario. Morgen. Danke, dass du heute hier dabei bist. Sehr, sehr gerne. Tulln ist ja die Natur im Gartenstadt der ersten Stunde. Das heißt, ihr beschreitet schon sehr, sehr lange diesen ökologischen Weg und ihr habt 2019 ja für euer vorbildlich ökologisch gestaltetes und gepflegtes kommunales Grün auch den European Award for Ecological Gardening gewonnen, für den man übrigens heuer noch genau 3 Tage, also bis Ende Mai, einreichen kann, falls Sie noch ein Vorzeigeprojekt haben. Und jetzt zu dir, Mario. Uns wird heute brennend interessieren, welche Maßnahmen ihr in der Stadt Tulln macht, um Niederschlagswasser zu speichern bzw. Pflanzen verfügbar zu machen. Kannst du uns da ein bisschen einen Überblick verschaffen? Ja, danke. Erstens einmal danke für die Einladung und natürlich gebe ich gerne einen Überblick über die Sachen, die wir so in Tulln machen, veranstalten. Es sind natürlich vielfältige Sachen oder viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Wir versuchen, an möglichst vielen zu drehen. Und was natürlich ein Thema ist, das Wasser, wenn man es wo einleitet, muss es auch aufgenommen werden können. Und da haben wir uns überlegt oder uns auch angeschlossen zu diesem Thema. Es geht immer wieder im Straßenbegleitgrün, wenn man Bäume pflanzt, um dieses Baumsubstrat. Wir haben da dieses Baumsubstrat, unser eigenes entwickelt. Wir verwenden die Tullner Mischung. Die Tullner Mischung, das Besondere daran ist vielleicht ein bisschen, dass sie ein bisschen fetter ist als andere Mischungen, aber wir mischen hier auch Lavagranulat bei. Und Lavagranulat, man kann das Lavagranulat auch ersetzen durch Ziegelbruch. Das Wichtige ist an dem Substrat, durch dieses Lavagranulat oder durch den Ziegelbruch, der kann das Wasser speichern und dann abgeben, wenn es die Pflanze braucht. Ja. Das ist das Erste. Natürlich auch der gehörige Wurzelraum dazu. Aber auch, und dass das Wasser überhaupt dorthin kommt. Und das ist ein bisschen ein Prozess, wo man auch den Straßenbau mit einbinden muss. Muss natürlich die Straße so gebaut sein, vor allem die Beete, die Rabatte so gebaut sein, dass das Wasser auch dorthin fließen kann, wo es benötigt wird. Also zu den Bäumen in erster Linie, beziehungsweise zur Bepflanzung. Das heißt, wir versuchen unsere Gehsteigkanten oder die straßenzugewandte Einfassung so abzusenken, dass das Niederschlagswasser dort einlaufen kann. Ich weiß, es gibt sehr viele Gegenmeinungen dazu, dass man hier natürlich auch dann das Winterwasser mit einfängt, das mancherorts vielleicht stärker salzbelastet ist. Aber wir sind einmal in Tulln zu Hause, wir haben nicht so strenge Winter. Abgesehen davon fahren wir nur mit Sohle, also wir machen keine Salzstreuung und vielerorts auch nur eine Splitstreuung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir auch dieses bisschen Wasser, was im Winter vom Himmel kommt, auch den Bäumen zuführen. Wir spülen dann auch im Frühling unsere Baumscheiben durch mit Landwirten, damit das Wasser von den Wurzeln wegkommt und verwenden da sozusagen auch ein Hilfsmittel, einen Pflanzenwirkstoff oder ein Mittel, das uns hilft, etwaige Salzrückstände abzubauen. So machen wir eben diese Straßenableitungen für das Wasser durchgängig und leiten es dorthin, wo es gebraucht wird, zu unseren Bäumen, zu unserer Bepflanzung. Und diese Bepflanzung, das ist schon das nächste Stichwort, je mehr wir den Boden beschatten, desto länger kannst du das Wasser auch halten und verdampft nicht einfach an die Atmosphäre. Das heißt, wir schauen, dass wir unsere Staudenbepflanzung, das sind in weitester Sinne Staudenmischungen, so fördern, dass sie möglichst schnell einen Flächenschluss zusammenbringen, damit erstens mit Unkrautwuchs abgewandt wird und auch die Wasserverdampfung hinten angehalten wird. Und wir mulchen natürlich auch unseren Boden und da verwenden wir auch wieder unseren Lavamulch, der erstens einmal auch das Wasser zusätzlich speichern kann und aber auch, ich kenne aber keine Studie dazu, aber man weiß es ja, Lavaboden ist fruchtbar und ich glaube, dass der schon eine gewisse Mikro-Makronährstoffe abgibt. Zumindest wächst alles sehr gut in diesen mit Lava gemulchten Flächen. Und wie wir es vorher schon gehört haben, auch das haben wir in Tulln schon testweise umgesetzt, das System Schwammstadt. Wir mussten eine Baumsanierung durchführen an der Straße und wir haben dort quasi die Baumscheibe aufgemacht, haben sie links und rechts vergrößert, haben dort dieses System Schwammstadt eingebaut und die entstehenden Parkplätze, die dort entstanden sind, haben wir quasi mit einem sickerfähigen
Drainpflaster versehen, also nicht zuasphaltiert. Und was ich nur sagen kann, dieser Baum, da stehen zwei gleiche Bäume, das sind zwei Akazien vis-à-vis. Und dieser Baum ist jetzt im Frühjahr eindeutig dunkelgrüner und üppiger im Laub als die vis-à-vis-Seite. Also das zeigt mir, das funktioniert wirklich, dieses Schwammstadtprinzip. Und wir haben diesen Baum jetzt nicht mehr noch zusätzlich gegossen, sondern das ist nur das, was er einfach so bekommen kann. So, das ist jetzt so kurz umrissen, das, was wir in Tulln alles veranstalten. Ja. Super, danke Mario. Ein kleiner Hinweis vielleicht, weil du Salzstreuung angesprochen hast. Ja. Wir haben Ende des Jahres auch nochmal ein Webinar dazu für alle Gemeinden, die das interessiert, also welche Alternativen es da gibt. Und von dir, Mario, würde ich gerne noch wissen, ob ihr bei der Pflanzenauswahl jetzt irgendwie speziell was berücksichtigt, trockenheitsresistente Pflanzen oder was gibt es da irgendwas Spezielles, auf das ihr aufpasst? Ja, also wir passen natürlich darauf auf. Erstens einmal bei der Baumauswahl, die ist für mich das A und O. Es, wie sich zeigt, es funktioniert nicht mehr jeder Baum in der Stadt als Straßenbegleitgrün. Also man braucht nur schauen. Also überall sterben Birken, es sterben die Buchen, es sterben die Ahorn. Dennoch, wir setzen auch Ahorn, das ist kein Thema. Ja, also gibt es auch Bürgerianum, Mons Bessulanum. Diese zwei kann ich absolut empfehlen, entwickeln sich großartig. Sind absolut empfehlenswerte Bäume und da gibt es eine Vielzahl, die wir gerne in Tulln setzen. Das sind die Zeltis, das sind die Zelkofen, das sind die Geweihbäume, das sind die Hopfenbuchen. Vielleicht auch ein kurzer Hinweis, wenn man zur Garten Tulln fahrt, gibt es an der linken Seite an der Zufahrtsstraße eine Allee der Zukunft, die Zukunftsbäume, diese Klimabäume. Dort kann man schauen, wie die Bäume wirklich sich jetzt entwickeln. Sie entwickeln sich zu 90% gut. Die Mehlbeere hinkt ein bisschen hinten nach, aber egal, auch solche Erfahrungen muss man machen. Ja. Aber ansonsten gibt es wirklich Bäume, die da gut funktionieren. Bei der Staudenbepflanzung sind wir schon auch dahinter gekommen, dass es natürlich Strecken gibt in unserem Stadtgebiet beziehungsweise in der Peripherie, in den Katastralgemeinden, wo nicht wir den Winterdienst fahren, sondern wo das Land den Winterdienst fährt und die setzen mehr Mittel ein. Und wenn die mehr Mittel einsetzen, wie müssen wir mit der Bepflanzung ein bisschen besser aufpassen. Und dort ist die Staudenbepflanzung so, dass sie einfach eine salzverträglichere ist. Das ist bei uns in Neueigen an der Fischerzeile an der Hauptstraße dort. Und da haben wir vor 2 Jahren die Bepflanzung umgestellt und die funktioniert auch jetzt noch nach dem zweiten Winter sehr, sehr gut und wächst dort sehr, sehr üppig. Also mit ein bisschen an Hirn, mit ein bisschen an Augenmerk kann man darauf reagieren und hat dann hoffentlich einen Grünbestand in der Stadt, der vital ist. Ja. Okay, also du hast uns jetzt viele, viele Dinge dazu, die sich gut bewährt haben und die super funktionieren mit der Salzstreuung. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist eher, da waren wir weniger erfolgreich oder das ist herausfordernd oder wo du anderen Gemeinden eben mitgehen kannst, passt du auf, weil ja, das ist nicht so einfach. Ja, also die wie gesagt, also der Winterdienst ist eine große Herausforderung, aber ich glaube grundsätzlich die Herausforderung ist, mit dem Straßenbau, mit der Straßenbauplanung eins zu werden und dort einfach den durchwurzelbaren Raum zu schaffen, der einfach nötig ist. Es hat kein Baum was davon, wenn die Rabattgröße nur 1 Meter beträgt und da drinnen dann ein Baum sitzt, der einfach schon allein durch die Hitze gar nicht zurechtkommen kann, die er von Asphaltumrandungen kriegt. Also das bringt einfach nichts. Ja. Und Gott sei Dank sind wir da jetzt so weit, dass wir auch Räume schaffen, die dem Baum gut tun. Und dazu noch das Baumsubstrat. Also da ist man schon auf einem guten Weg. Ich meine, die Münchner, wenn man nur hinschaut, schreiben da 36 Kubikmeter durchwurzelbaren Raum für einen Baum vor. Das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr groß. Da kommen wir teilweise hin mit unseren Planungen. Wir schauen, dass zum Beispiel Flächen zusammenhängen. Auch das ist dann durchwurzelbarer Raum oder unterirdisch vielleicht sogar durch Schwammstadt verbunden sind. Alles ist möglich. Aber das ist, also gerade diese straßenbaulichen Geschichten sind ein wahnsinns großer Nutzen für unser Grünraum. Okay, also wenn man jetzt so an Gemeinden denkt, die jetzt im Regenwassermanagement noch nicht so viel gemacht haben oder nur am Anfang stehen, gibt es da irgendeinen Tipp, den du mitgeben kannst? Also ein bisschen habe ich jetzt so ausgekehrt, eben Straßenbau auf jeden Fall bedenken, von Anfang an das Regenwassermanagement mitdenken. Gibt es noch irgendwas, was irgendwie einfach funktioniert, wo du sagst, ja, probiert das einmal als erstes aus, das funktioniert immer oder das funktioniert super? Ja, also die Pflanzenauswahl ist absolut
wichtig. Ja. Nicht nur, wenn es jetzt um Rosen geht, da ist es auch sehr wichtig, aber diese richtigen Bäume zu setzen oder die richtige Staudenmischung dort zu erwischen. Bei den Bäumen ist ein guter Tipp, und dort schaue auch ich immer wieder nach, ja, das ist die Gartenamtsleiter-Konferenzliste, GALK-Liste der Straßenbäume. Die werden dort in Deutschland getestet und dort steht dabei, welcher gut ist und welcher nicht. Das stimmt so 80-90% für jeden Standort. Dort schaue ich auch hin und die Bäume sind wirklich gut, die da drinnen stehen. Staudenmischungen zu setzen ist erstens von der Bestellung her einfach und man kann genau herauslesen, welche gut sind, und das Bessere wird sich durchsetzen. Also das ist, glaube ich, der einfachste Zugang, einfach auf die Pflanzenauswahl zu achten, dass die Standort angepasst ist. Super. Und der Baumnavigator, der ist da super unterstützend. Natürlich. Wenn es im Garten gibt. Ja, vielen Dank, Mario. Ich bin immer wieder begeistert, was ihr alles macht und wie vielfältig eure Maßnahmen sind. Danke, dass du heute da uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Ganz liebe Grüße nach Tulln. Und falls du noch ein paar Minuten Zeit hast, und ich habe jetzt den Chat parallel nicht mitverfolgen können, falls nur die eine oder andere Frage im Chat auftaucht, die konkret jetzt Tulln oder dich eben betrifft, würde ich dich bitten, falls du Zeit hast, wenn du das vielleicht noch beantworten kannst. Aber vielleicht ist es alles klar. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Alles vielen Liebe. Dank für die Einladung. Baba. Tschüss. Gut, so, und wir werden jetzt die Umfrage als nächstes Mal veröffentlichen, damit Sie auch sehen, wie es so bei den anderen Teilnehmern heute aussieht. Also 57% sagen, dass hauptsächlich das Wasser noch in die Kanalisation abfließt. 22% haben ein paar Flächen zur Wasserspeicherung. Ganz wenige nur, also 1% sagen, dass sie schon wirklich viel machen, um das Wasser an Ort und Stelle zu halten. 15% denken es bei neuen Projekten schon mit, also den Regenwasserrückhalt. Und 1% sind dabei, die auch zusätzlich Wasserrückhalt im privaten Bereich fördern. Gut, vielen Dank fürs Abstimmen. Petra, dann hole ich dich wieder zurück, bitte. Da ist sie wieder. Gut, dann gebe ich wieder an dich weiter und bitte dich jetzt um deinen zweiten Teil. So, danke schön. Auch danke dem Mario für seine tollen Ausführungen und für die schönen Beispiele aus Tulln. Und wie der Mario schon richtig gesagt hat, es gibt ganz viele Schrauben, an denen wir drehen können und sollen. Und ich möchte Ihnen jetzt eben viele Maßnahmen zur Regenwasserspeicherung vorstellen, weil es gibt eben hier auch eine Vielzahl und auch mit jeweils einigen Praxisbeispielen aus Gemeinden. Ja, beginnen möchte ich mit den Parkplätzen. Das ist ein großes Thema, weil es hier auch wirklich gleich immer um große Flächen geht, die versiegelt werden. Natur im Garten beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv wirklich mit dem Thema der klimafitten Parkplätze. Hier sehen wir einen. Und es gibt wirklich gut funktionierende und ästhetisch ansprechende Parkplätze, die eben super Alternativen zu eben toten Asphaltwüsten sind, wie wir sie oft sehen. Das wären ein paar Beispiele für unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eben sickerfähige Parkplätze ausführen kann. Da haben wir den Schotterrasen, zum Beispiel eine Drehenfuge oder eben ganz rechts das Rasengitter, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und wir haben dazu auch eine tolle Broschüre, Klimafitte Parkplätze. Da möchte ich Ihnen jetzt zwei Empfehlungen daraus näher vorstellen. Nur zur Info, diese Empfehlungen sind für Abstellflächen vom Flächentyp F2. Es gibt ja ein Regelblatt, in dem die Flächen je nach dem Verschmutzungsgrad in unterschiedliche Typen eingeteilt werden. Das geht von F1 bis F5. F1 ist ein wenig verschmutzt, das sind im Dachfläche bis hin Dachflächenabwasser bis hin zu F5, was Industriezonen sind, wo das Wasser eben wirklich stark verschmutzt ist, das ich nicht einfach irgendwo einleiten kann, das einen entsprechenden Filter braucht. Aber diese Flächen sind eben für F2 Flächen und die werden dann eben in dem Fall durch Parkflächen für BKW mit maximal 20 Parkplätzen beziehungsweise 400 Quadratmeter Fläche definiert, oder Parkflächen mit größeren Stellplätzen, also zwischen 20 und 75 und einer größeren Fläche bis zu 2000 Quadratmeter, aber einem nicht häufigen Fahrzeugwechsel. Also das kommt auch immer dazu, wie stark ist es frequentiert, und je nachdem wird eben dann auch dieser Verschmutzungsgrad gemessen.
Hier sehen Sie ein Beispiel von so einem versicherungsoffenen Parkplatz, eben der auch in unserer Broschüre genau beschrieben wird. Hier geht es um verkürzte Stellplätze, das heißt, man hat statt 5 Meter 4,5 Meter Stellplatz genommen für die Autos. Dadurch wird der Grünraum dazwischen größer, was auch gut für eine Baumpflanzung natürlich ist. Und hier geht es jetzt um eine Decke mit einer Drehenfuge. Das schaut dann so aus. Das heißt, es ist flächig mit einer Drehenfuge gepflastert. Da gibt es auch einen genauen Regelaufbau, wie sowas zu erfolgen hat. Wichtig ist es nur, dass es wirklich in ein Sandbett gefüllt wird und nicht gemörtelt, weil eben die Versickerung erfolgt in dem Fall über die Fugen beziehungsweise über den Grünstreifen in der Mitte. Aber eben hier wichtig, dass es eine ungebundene Bauweise eben ist. Und so könnte dann so ein Parkplatz ausschauen mit einer Drehenfuge. Ja, das Wasser eben versickert über diese Fugen, über den Grünanteil. Das sind wirklich tolle Parkplätze und können zum Teil auch Starkregenereignisse abfedern. Ja, hier ein weiteres Beispiel aus unserer Broschüre, was Sie, die können Sie auch eben wirklich alle gut nachlesen. Das ist jetzt wieder ein Beispiel einer verkürzten Stellfläche und die ist vollflächig mit Schotterrasen bepflanzt. Hier sehen Sie eben auch wieder rechts den Aufbau. Das ist auch alles geregelt, genau dieser Aufbau. Und eine Schotterrasenfläche eignet sich aber nur für saisonal oder temporär frequentierte Parkflächen. Das heißt, wenn der wirklich permanent belegt ist, dieser Parkplatz, dann kann sich der Rasen nicht etablieren, weil der braucht eine gewisse Anzahl an Licht, damit das Gras eben wachsen kann. Das heißt, der wird wirklich nur für temporär genutzte Schwimmbäder, ja, saisonbetriebene Einrichtungen, Fußballplätze etc. Ja, hier ein Beispiel, das ist ein ganz ein tolles Beispiel aus Schloss Niederweiden im Weinviertel, ist ein Beispiel von eben so einem Schotterrasen. Der Parkplatz, den finden Sie auch beschrieben auf unserer Homepage bei den Referenzflächen, genau mit Aufbau. Und dieser Parkplatz ist deswegen auch spannend, weil der hat mehr begrünte Fläche als asphaltierte Fläche. Also die Fahrbahn selber ist asphaltiert, aber die Stellplätze sind eben in Schotterbauweise gemacht. Ja, das eine sind eben auch Neuanlagen von Parkplätzen, aber es gibt auch in vielen Gemeinden wirklich große Asphaltflächen, die eben in der Vergangenheit großflächig asphaltiert worden sind. Und da kann man eben auch überlegen, ob vielleicht nicht sowieso, wenn Belagsanierungen anfallen oder irgendwelche Arbeiten bei der Infrastruktur, ob man dann nicht überhaupt diese Plätze überdenkt und hinterfragt, ob es wirklich so eine große Asphaltfläche braucht, weil es auch nicht mehr zeitgemäß ist. Wie wir gesehen haben, wenn wirklich das Ziel ist, das Wasser an Ort und Stelle zu halten. Und das hat die Gemeinde Hafnerbach eben gemacht und die hat eben wirklich so eine große Asphaltfläche umgestaltet, den Parkplatz klimafit gestaltet mit Grünflächen und das ist wirklich ein wunderbares Beispiel für eine nachträgliche Entsiegelung von Flächen. Das ist auch in Zusammenarbeit mit Natur im Garten passiert, das war die Planerin Susanna Freis und ja, wirklich ein gelungenes Beispiel. Ja, Sie haben vorher vielleicht erkannt, da war auch ein Weg und auch der Weg wird nicht versiegelt. Wir haben es auch vorher in der Grafik gehabt mit den unterschiedlichen Schwämmen. Das heißt, auch Wege und Plätze sind Teil vom Schwammstadtsystem, weil auch die können versickerungsoffen ausgeführt sein. Hier zwei Beispiele von versickerungsoffenen Wegen mit einer wassergebundenen Decke. Das eine ist im Melk und das andere ist in Baden im Rosarium. Das Gebäude im Hintergrund ist übrigens der Regionalstandort von Natur im Garten im Industrieviertel. Das ist auch mein Büro. Und direkt vor meinem Büro, das ist der Eingang beim Rosarium in Baden, gibt es eben einen großen oder einen Platz, wo sich die Leute eben sammeln für Führungen und so weiter. Und der ist eben auch in wassergebundener Bauweise gemacht. Das heißt, hier kann Wasser versickern, hier kann Wasser auch aufgenommen werden. Das ist auch wieder genau geregelt, wie das, wie dieser Aufbau aussieht. Aber es ist einfach eine Decke aus so einem Sand-Kies-Gemisch, wo eben auch das Wasser versickern kann. Ja, eine weitere Möglichkeit sind eben so unterschiedliche Pflasterungen. Da kann man eben Natursteine oder Betonsteine verwenden. Es gibt auch
ganz viele unterschiedliche Verlegemuster. Also da gibt es wirklich extrem schöne und eine große Vielzahl an unterschiedlichen Verlegemustern. Und auch hier, wenn man mit so einer Pflasterung arbeitet, auch wichtig, dass man es wieder in ein Sandbett verlegt, eben nicht in der Mörtel, also mit dem Mörtel arbeitet, sondern dass es wirklich eine ungebundene Bauweise ist, weil dann kann eben auch hier Wasser versickern. Und dazu gibt es auch eine eigene Infobroschüre, Wegebelege in naturnahen Grünräumen. Also eben auch hier schauen, dass die Plätze und Wege Teil des Schwammstadtsystems sind, dass die eben auch Wasser aufnehmen können. Es muss nicht immer alles versiegelt werden. Es gibt die Alternativen und das Wissen ist da und das Theoretische und das Praktische und das funktioniert. Ja, für alle Zahlenmenschen unter uns hier eine Tabelle, wo man eben das Versickerungsvermögen der unterschiedlichen Oberflächenbefestigungen sieht. Was spannend ist, ist die mittlere Tabelle, ist eben der Fugenanteil und man erkennt hier ganz klar, je größer der Fugenanteil ist, desto größer ist auch das Versickerungsvermögen, weil eben bei diesen Pflasterungen oder auch bei Drehenfugen Versickerung über den Fugenanteil passiert. Ja? Bitte, darf ich dich unterbrechen für eine Frage oder zwei Fragen aus dem Chat zum Parkplatzthema? Die Ingeborg Jindra fragt, bei uns in der Gemeinde wird gegen unversiegelte Parkflächen argumentiert, dass das nicht ginge, weil das Öl abgeschieden werden muss. Was ist da dran? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist vom Hans Feichtinger, ob es Erfahrungen gibt mit der ÖBB, also mit riesigen Parkplätzen. Also vielleicht magst du noch mal ein bisschen auf diese unterschiedlichen Flächentypen F1, F2, F3 eingehen. Also zum ersten Argument mit dem Öl, das kenne ich auch, dieses Argument, aber bei all diesen Maßnahmen ist der Grundwasserschutz immer die oberste Priorität. Und das heißt, die sagen alle, die haben eine gewisse Filterwirkung, die ganzen Parkplätze. Und das heißt, da wird eben, also es werden Öl, wenn es nur so tropfenweise ist, wird es auch gefiltert, dieses Öl. Das heißt, das ist kein Problem. Es ist jetzt, wenn irgendein Unfall ist, weil bei einem Parkplatz irgendwie das ganze Öl ausrinnt, dann kann das Öl natürlich nicht aufgefangen werden. Das muss auch gemeldet werden. Dann muss wahrscheinlich der Boden getauscht werden. Aber so kleine Tropfen, dafür ist es ausgelegt, das kann gefiltert werden. Und der Grundwasserschutz ist immer oberste Priorität und das ist alles genormt und geregelt. Das heißt, das ist ein Thema, das ist abgedeckt. Und das zweite war die ÖBB, größere Parkplätze. Genau, also je größer die Parkplätze sind, desto größer ist auch der Verschmutzungsgrad oder je hochrangiger die sind, je öfter die frequentiert werden und so weiter. Es kommt auch auf die Größe drauf an. Das heißt natürlich, da muss die Versickerung anders dimensioniert sein. Aber auch hier gibt es wirklich tolle Beispiele, die muss man halt dann wahrscheinlich wasserwirtschaftlich billigen lassen und so weiter, wenn es andere Typen sind. Aber es ist möglich. Also gibt hier gute Beispiele. Genau, super. Danke, Petra. Ja, und man muss sowieso von der Behörde prüfen lassen, ob das von der Dimensionierung her passt. Und unsere Empfehlung ist eben die Gestaltungsberatung, die vom Land Niederösterreich auch gefördert wird, da wirklich auch für die Parkplatzgestaltung zu nutzen, um sie da einen Vorschlag zu holen, weil es ja doch ein komplexes Thema ist. Und da sind aber unsere Gestaltungsberater wirklich top unterwegs und die können wirklich da gute Planungen machen und da wirklich mein Aufruf, das als Gemeinde wirklich für sich zu nutzen. Gut, und dann gebe ich wieder an dich, Petra. Genau, danke für den Hinweis, Dan. Also wir haben zu allen diesen Schwämmen, die ich erwähnt habe, haben wir eben auch Beratungen, da haben wir eben die Planerinnen draußen vor Ort, die gerne zu Ihnen in die Gemeinde kommen und wirklich Tabellen nutzen Sie, eben die Schwammintelligenz von Natur im Garten. Wir haben können Ihnen da helfen, wirklich aus Ihrer Gemeinde auch eine Schwammstadt zu machen. Ja, dann sind wir gleich beim Thema, heute auch schon mehrmals angesprochen, auch der Mario hat es erwähnt, wird in Tulln schon umgesetzt, das Schwammstadtsystem für Straßenbäume, das ist ein Teil eben der Schwammstadt.
ein sehr innovatives System. Innovativ daran ist vor allem auch, dass der Straßenraum völlig neu gedacht wird. Das heißt, da steht der untere Straßenraum den Bäumen als Wurzelraum zur Verfügung. Der Mario hat es auch schon gesagt, das ist so wichtig, dass die Bäume einen entsprechenden Wurzelraum haben. Niemand hat was davon, wenn die in einer kleinen Pflanzgrube drinnen stehen und dann nicht alt werden können. Das heißt, Bäume, damit sie alt werden können, brauchen einen entsprechenden Wurzelraum und sie brauchen entsprechendes Wasser. Und das heißt, mit der Schwammstadt gibt man ihnen den Straßenunterraum zur Verfügung, den sie durchwurzeln können. Und es wird auch das Wasser von der Oberfläche in den Untergrund geleitet, kann dort gehalten und gespeichert werden und ist pflanzenverfügbar. Das heißt, das ist wirklich ganz ein tolles System, um eben alte Bäume, um eben den Bäumen auch ein Alter zu geben. Hier sieht man am Beispiel Lanzenkirchen, das ist der Hauptplatz in Lanzenkirchen, der ist neu gestaltet worden und hier sieht man, wie sowas dann ausschauen kann. Da ist wirklich der ganze Hauptplatz großflächig aufgegraben worden. Dann ist eben dieser Schwammkörper reingekommen, das ist so ein Grobschlag, das sind so faustgroße Steine, die mit denen das gefüllt wird, werden natürlich vorher auch ganz viele Tests gemacht, wie versickerungsfähig der Untergrund ist. In dem Fall ist eben ein Vlies reingekommen, weil das im Steinfeld ist, wo das Wasser sonst einfach versickern wird. Das heißt, dass es auch gehalten wird, wurde hier ein Vlies eingebaut. Dann dieser Grobschlag wird verdichtet und diese Hohlräume werden dann mit einem Spezialsubstrat aufgefüllt, dass die Bäume eben auch Nährstoffe haben. Dann werden die Bäume gepflanzt und der Hauptplatz oben ist aber überbaut. Das heißt, man sieht dann überhaupt nicht, was da unten im Straßenraum los ist. Aber die Bäume haben wirklich den Platz und das entsprechende Wasser. Und das ist ganz eine tolle Methode. Das sieht man eben am Schwammstadtsystem der Stadt Mödling. Das ist die Guntramsdorfer Straße. Das ist 2019, glaube ich, wenn ich richtig bin, umgesetzt worden. Das war das erste Schwammstadtsystem in Niederösterreich. Mittlerweile gibt es ja schon in mehreren Gemeinden. Und hier steht auch eben links, es ist ein Radweg, der steht eben den Bäumen als Wurzelraum zur Verfügung. Aber ja, man erkennt so eigentlich nicht, dass das eine Schwammstadt ist. Das schaut ganz normal aus wie normale Pflanzbeete, aber eben es geht um den Straßenunterraum, der speziell gestaltet ist. Ja, und wenn wir schon bei den Bäumen sind, möchte ich auch noch erwähnen, dass Bäume, vor allem die Baumkronen, auch großes Potenzial haben, Wasser zu speichern. Wir kennen das alle, wenn es regnet, stellen wir uns gern unter einen Baum unter, weil es dort weniger regnet. Und das ist deswegen so, weil in der Baumkrone, in den Blättern, wird eben schon viel Wasser gehalten. Und das sind eben 15-30% des Niederschlagswassers können bei Laubbäumen in der Krone gehalten werden. Und auch hier, das heißt, das ist Wasser, was gar nicht erst einmal auftritt, was ich gar nicht ableiten muss, weil das gleich in der Krone gehalten wird. Und das ist wirklich viel, 15-30%, was aber auch dann an Ort und Stelle gleich verdunsten kann. Was auch wieder sehr für große Bäume in der Gemeinde spricht. Und die erreiche ich eben auch in entsprechenden Wurzelraum, das heißt in Schwammstadt. Prinzip. Ja, ebenfalls ein sehr innovatives System ist das System Drain Garden. Das ist eben ein Produkt der Firma Zenebio. Hier geht es um Beete, um Flächen, die mit einem speziellen Substrat gefüllt werden. Dieses Substrat ist eben gemeinsam mit Universitäten entwickelt worden. Das Substrat kann ganz viel Wasser speichern, wirklich kann, hat extrem hohe Wasserspeicherfähigkeit, ist aber auch ein guter Pflanzenstandort. Das heißt, das sind Flächen, das sind Beete, die werden mit dem Spezialsubstrat gefüllt. Es wird auch für jeden Standort, wie bei der Schwammstadt, maßgeschneidert berechnet, wie das dann genau ausschaut, was ja auch mit auf dem Untergrund sehr drauf ankommt. Aber eben diese Beete werden mit dem Substrat gefüllt, können dann bepflanzt werden und eben das Straßenwasser kann in diese Beete geleitet werden. Die haben nämlich auch eine sehr große Filterwirkung. Die haben eine größere Filterwirkung als die Schwammstadt. Man kann sie aber auch mit Schwammstadtsystemen kombinieren. Aber eben hier können eben auch, kann auch Wasser vom Flächentyp F2 zum Beispiel eingeleitet werden. Also leicht verschmutztes Wasser, die haben wirklich eine gute Filterwirkung. Ja, es gibt schon viele Beispiele in Niederösterreich zu den Drain Garden Projekten, zum Beispiel die Außenanlagen der HTL in St. Pölten sind mit Drain Garden System umgesetzt. Da sieht man auch eine Baumpflanzung. Das heißt, das eignet sich auch als Baumstandort.
oder rechts die Ökostraße in Grafendorf. Dort wird auch noch weiter Forschung betrieben. Zum Substrat ist auch schon mehrfach ausgezeichnet worden, die Ökostraße. Und hier ist eben das Substrat wirklich mit blühenden Stauden bepflanzt. Das heißt, es sind auch sehr attraktive Lösungen und können wirklich unglaublich viel Wasser speichern und können eben zum Teil auch den Regenwasserkanal ersetzen, weil sie eben sehr hohe Wasserspeicherfähigkeit haben. Ja, ein weiterer Schwamm in unserem Schwammstadt-Gemeinde sind eben natürliche Retentionsräume im Siedlungsraum. Und hier ist ein Beispiel aus Mistelbach. Da ist ein neues Siedlungsgebiet gebaut worden für 2500 Einwohner, also jetzt gar nicht so klein, gar nicht so wenig. Und da hat man wirklich bewusst das ganze Niederschlagswasser, das ganze Regenwasser an Ort und Stelle wird eben hier zur Versickerung gebracht, beziehungsweise wird eben hier in Retentionsräume geleitet. Und das heißt, man hat bewusst auf den Regenwasserkanal verzichtet, hat mit dem Geld, was man sonst für einen Kanal gebraucht hätte, hat die Gemeinde Flächen angekauft, die der Retention dienen. Und eben hier ist auch interessant, weil da ist natürlich eine Mehrfachnutzung möglich, wie man hier sieht. Das sind eben so Becken im Siedlungsgebiet, die dann auch als Fußballplatz, die auch als Freizeitanlagen genutzt werden können. Also hier ist auch eine Mehrfachnutzung der Flächen möglich und es wird das ganze Regenwasser dieser neuen Siedlung eben in diesen Retentionsräumen gehalten. In dem Beispiel, genau, in Mistelbach haben sie aber auch die privaten Leute in die Pflicht genommen. Also die haben denen vorgeschrieben, dass sie, glaube ich, es war Zisternen, oder sie müssen eben auch ein gewisses Maß an Regenwasser auf dem Privatgrund zur Versickerung bringen. Und das bringt mich jetzt gleich auch zum nächsten Punkt, der sehr spannend ist. Es gab im Oktober 2020 eine Novellierung des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes. Und da wurde festgelegt, dass Gemeinden zukünftig eine Begrünung von Gebäudeflachdächern, Fassaden sowie von Parkplätzen und die Versickerung von Niederschlagswassern vorschreiben können. Also Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde einen Bebauungsplan hat, aber bei zukünftigen Projekten kann das die Gemeinde eben auch den privaten oder eben auch Supermarktketten etc. vorschreiben, dass sie ihre Parkplätze möglichst begrünen bzw. das Niederschlagswasser in gewissem Ausmaß versickern lassen müssen vor Ort. Ja, ein weiterer Baustein in der Schwammstadt, um wirklich näher und näher an diesen natürlichen Wasserkreislauf zu kommen, sind Dachbegrünungen. Da gibt es ein irrsinniges Potenzial bei Dächern, weil in den Gemeinden gibt es auch viele Dächer. Wenn man sich jetzt vorstellt, auf vielen diesen Dächern wird Regenwasser gehalten. Es kommt gar nicht erst auf den Boden, sondern es wird schon auf den Dächern gespeichert durch Dachbegrünungen. Hier eben das Bild der Stadt Baden, wo sie eben die Garagen der Stadtgärtnerei begrünt haben. Und zur Dachbegrünung, es gibt da unterschiedliche Bauweisen und Ausführungen. Es gibt immer extensive Bauweise, wie man es hier sieht, der Bushütterl, bis hin zu intensiven Bauweisen. Das sind dann auch oft so Parkanlagen auf Parkflächen, also auf, wie heißt so schnell, wo man unterirdisch parkt, auf Parkhäusern, genau, jetzt ist mir nicht eingefallen. Also die haben einfach einen Aufbau von 30 cm aufwärts, extensive Begrünungen haben ungefähr 10 cm Aufbau, aber je nach Aufbaustärke kann 50 bis sogar 100% des Regenwassers gespeichert werden. Also, und wenn wir anfangen, die Dächer zu begrünen, dann speichern wir einfach ganz viel Wasser an Ort und Stelle. Und das Land Niederösterreich hat auch eine Begrünungsoffensive gestartet. Das heißt, es gibt Förderungen für Begrünungen, wenn Sie jetzt auch als Privatperson oder die Gemeinde Dächer begrünen möchten, Gemeinde, kommunale Gebäude eben begrünen möchten, da gibt es Förderungen dafür. Oder was man auch überlegen kann als Gemeinde ist, ob man nicht auf die Gründächer von der Gemeinde, seitens der Gemeinde fördert. Also es gibt Gemeinden, die machen das, zum Beispiel die Stadt Mödling oder die Stadt Baden, da gibt es Förderungen für Gebäudebegrünungen für Privatleute.
Ja, und die Sickermulden möchte ich hier natürlich auch erwähnen, weil das nach wie vor die häufigste Form der Versickerung in den Gemeinden ist. Da gibt es auch, das sind natürlich alles genormt, wie die auszuschauen haben, wie groß die dimensioniert sein müssen, wie hoch die Filterschicht sein muss, weil da habe ich eben den Boden als Filter, der ist eben je nach Flächentyp 10 bis 30 Zentimeter Bodenfilter habe ich da drinnen. Aber was sie alle gleich haben, ist, sie müssen bepflanzt werden. Und meistens sind diese Sickermulden einfach reine Grasflächen mit Gras bepflanzt. Und da haben wir eben auch festgestellt, da gibt es oft Unsicherheiten. Was darf man jetzt eigentlich in Sickermulden pflanzen und was nicht? Weil hier am Beispiel sieht man ja auch, sind Bäume gepflanzt. Deswegen habe ich Ihnen da jetzt einen Auszug aus der Ö-Norm in die Folie mit reingegeben und da steht eben, die Sickerfläche ist zur Erzielung einer guten Filterwirkung als Wiese oder als andere geeignete Vegetationsdecke zu gestalten. Das heißt, es wäre auch eine Blumenwiese möglich. Dabei sind Pflanzen zu verwenden, die einen zeitweiligen Überstau vertragen. Bei großflächigen Anlagen können einzelne Bäume oder Büsche gepflanzt werden. Ein dichter Bestand an Holzgewächsen ist jedoch wegen des Laubfalls und der Verdrängung des Grasbewuchses nicht oder zu vermeiden, nicht zulässig. Das heißt, die darf in der Sickermulde, darf da keinen Wald draus machen, aber wenn es eine größere, großflächige Anlage ist, darf man Bäume setzen, vereinzelt. Das Laub muss in jedem Fall entfernt werden aus der Sickermulde, also es darf kein Laubfall in der Sickermulde bleiben, weil das kann sich negativ auf die Sickerwirkung auswirken. Aber ich kann Sickermulden eben auch ökologisch wertvoll gestalten. Es müssen jetzt nicht immer nur Rasenflächen sein. Und das ist ein Beispiel aus Weidhofen an der Ips von Markus Kupf-Müller. Und da haben sie eine Sickermulde vor Parkplatz beim Einkaufszentrum eben mit mehrjährigem Wiesensaatgut, regionaltypisches mehrjähriges Wiesensaatgut begrünt. Wichtig zu erwähnen ist, es funktioniert nicht jedes Saatgut, weil da habe ich ja manchmal, habe ich es sehr feucht dort, dann habe ich es wieder trocken. Also es muss wirklich schon ein spezielles Saatgut sein. Da gibt es eigens dafür abgestimmtes Saatgut. Es sollte in jedem Fall regionaltypisch und mehrjährig sein. Also sowas bitte nur mit einer Beratung gemeinsam machen. Aber so schaut diese Sickermulde dann nach 2 Jahren aus. Das heißt, die können auch wirklich ökologisch sehr aufgewertet werden, Sickermulden, und eben auch sehr zur Diversität in den Gemeinden beitragen. Ja, also wie gesagt, das war jetzt so ein Überblick. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Wasser zu speichern. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Schwämme. Es gibt viele Schrauben, die man drehen muss. Es gibt aber keine Standardlösungen. Und das heißt, man muss sich wirklich jedes Projekt immer direkt vor Ort anschauen, weil es gibt natürliche Voraussetzungen. Das ist einmal der Niederschlag. Wie viel Niederschlag muss da zur Versickerung kommen? Wie sind die Bodeneigenschaften? Wie sickerfähig ist mein Boden? Wie schaut es mit der Topografie aus? Bin ich in einer Hanglage oder nicht? Wie hoch ist der Grundwasserstand? Wie ist die Kapazität vom Vorfluter? Was kann ich in Vorfluter leiten? Habe ich es mit speziellen Lebensräumen zu tun? Bin ich in einem Naturschutzgebiet, bin ich in einem Wasserschutzgebiet, wo ich natürlich möglichst nicht eingreifen darf? Ich habe es mit raumplanerischen Voraussetzungen zu tun. Das ist natürlich die Flächenverfügbarkeit ein Thema. Auch wem gehören die Fläche? Kann die Gemeinde die Fläche nutzen? Kann man ankaufen? Die Bebauungsdichte, der Versiegelungsgrad, der Nutzungsgrad und die Oberflächenbeschaffenheit. Also das sind alles Themen. Es ist eine irrsinnige Querschnittsmaterie, das Thema des Regenwassermanagements. Da fällt eben auch die Raumplanung, die Landschaftsplanung, Bauordnung, da fällt eben vieles hinein. Und deswegen müssen die Projekte auch immer individuell geplant werden. Es gibt hier keine Standardlösungen. Ja, und bevor du mit dem Regenwasserplan weitermachst, darf ich dich kurz unterbrechen für 1-2 Fragen noch aus dem Chat. Ja. Beziehungsweise, also erst einmal vielen Dank an alle, die im Chat sich so aktiv beteiligen. Also ihr seid wirklich super und ich finde es toll, dass da wirklich ihr eure Erfahrungen und euer Wissen da auch mit uns teilt und mit den anderen Teilnehmern teilt. Und eins möchte ich herausgreifen, und zwar war die Frage, ob Gründächer, also wie die Lebensdauer ist, ob man die nicht nach 10 bis 20 Jahren tauschen muss und ob das nicht recht teuer ist. Da ist dann aber eh schon die Antwort eigentlich darauf gekommen, also dass laut Ö-Norm für Dachbegrünungen die Lebensdauer da eigentlich normal höher ist als die Lebensdauer des Gebäudes.
Also, dass man es wieder, wenn es fachgerecht gemacht wird, kann ich Sorgen machen. Man amortisiert sich auch schnell. Also, genau, die Anlage ist vielleicht am Anfang ein bisschen teurer als ein normales Dach, aber eben, es wirkt sich einfach sehr gut aus. Ich habe weniger Heizkosten, ich habe weniger Kühlkosten dadurch. Also, diese Kosten muss man schnell wieder erinnern, die kann ich an anderer Stelle aber einsparen. Und dann war nur die Frage, kann die Gemeinde Baufirmen Vorschriften machen und, also, dass die genügend Grünraum bei neuen Anlagen mit einplanen? Also ich weiß nur, der umgekehrte Weg geht, dass man Parkplätze zum Beispiel beschränkt und nicht beliebig viele Parkplätze machen kann, also dass man das vorschreiben kann, umgekehrt. Ja, natürlich, es gibt ja einen Flächenwidmungsplan und in der niederösterreichischen Bauordnung ist es ja jetzt auch, also im Raumordnungsgesetz, Entschuldigung, ist es auch eben stets drinnen, dass zum Beispiel die Anzahl der Parkplätze bei Supermärkten sind eingeschränkt. Das ist in Abhängigkeit zur Größe des Supermarkts, aber die haben nur eine gewisse Anzahl an Stellplätzen quasi heraus, und wenn die mehr brauchen, müssen die dann entweder Parkhaus bauen, das heißt, die müssen nach oben oder nach unten gehen. Also da gibt es Vorschriften. Den Baufirmen selber kann ich wahrscheinlich, also denen kann ich sowieso was vorschreiben, weil da bin ich ja als Gemeinde der Auftraggeber dann. Aber man kann es über einen Bebauungsplan vorschreiben, und der Konsens ist immer wirklich so wenig Flächen versiegeln wie möglich und Wasser wirklich an Ort und Stelle rückhalten. Und es ist halt wirklich so eine Querschnittsmaterie, aber das ist der allgemeine Konsens, und wie man es dann genau umsetzt, muss man schauen, aber es gibt ja Möglichkeiten. Ja. Und jetzt gerade ist noch eine Frage eingetrudelt, und zwar, muss man die Baumsubstrate selber mischen oder gibt es die auch fertig zu beziehen? Nein, die gibt es fertig zu beziehen. Also ich würde sogar wahrscheinlich davon abraten, die selber zu mischen. Also die gibt's, es gibt ja eben, wie der Mario gesagt hat, die Dullner Mischung, es gibt auch das Wiener Baumsubstrat, es gibt das Schönbrunner Mischung, also es gibt unterschiedliche Mischungen, die kriegt man. Zum Beispiel, was ein Partnerbetrieb von Natur und Garten, also jetzt bei mir in der Region, Kompostierungsteam, die haben unterschiedliche Baummischungen, aber man kann die eben bei Kompostwerken zum Teil auch gemischt beziehen, fixfertiger. Vielen Dank, Petra. Für alle, die jetzt schon vielleicht weg müssen, würde ich noch bitten, das Padlet, also die digitale Pinnwand, einfach ihre Rückmeldung zu schreiben oder ihre Wünsche zu schreiben. Wir werden ungefähr noch 5 Minuten brauchen. Und ich entschuldige mich, ich lese im Chat, dass scheinbar immer dann, wenn ich mich einschalte, irgendwie die Tonqualität schlechter wird. Darum schalte ich mich jetzt auch gleich wieder weg, damit es wieder gut funktioniert, und übergebe dir, Petra, wieder für den letzten Teil. Ich habe mich auch schon gewundert, was dieses Klacksen im Hintergrund ist. Okay, jetzt hat es sich aufgelöst. Genau, also eben vielleicht noch einmal, weil es wirklich ein komplexes Thema ist und alle Projekte wirklich maßgeschneidert individuell berechnet werden müssen, gibt es den Regenwasserplan vom Land Niederösterreich. Das ist ein neues Tool, das ist eben eine Planungshilfe, das ist ein gefördertes Planungsinstrument. Das heißt, wenn Sie jetzt als Gemeinde sagen, ja, ich will das Thema angehen bei mir in der Gemeinde, aber irgendwie ist mir das zu kompliziert, weil auf was ich alles achten muss, und da gibt es wirklich Spezialisten, Fachleute, da kommen Kulturtechniker, Raumplaner, Landschaftsplaner, setzen sich alle an einen Tisch, schauen sich das für ihre Gemeinde genau an. Das wird eben gefördert, Entschuldigung, dieses Planungsinstrument. Da werden eben, das wird eine Kombination von traditionellen und innovativen Methoden sein, aber es geht immer um ein zukunftsfähiges Regenwassermanagement. Und beim Regenwasserplan geht es eben rein um die Planung, also die Realisierung ist dann hier nicht mit dabei. Aber eben selbst der Plan, weil der eben aufwendiger ist, wird gefördert, und das ist wirklich ganz eine tolle Sache. Ja, hier noch eine Auswahl an Richtlinien und Normen. Ob ich sehe, da ist ein Fehler drinnen. Also es gibt eben die schon bereits angesprochenen Regelblätter. Das ist das Regelblatt 35 und 45, sollte es heißen. Entschuldige mich für diesen Fehler. Und dann gibt es auch unterschiedliche Richtlinien. Es gibt Ö-Normen. Also wenn Sie sich als Gemeinde da wirklich genauer damit auseinandersetzen möchten, kaufen Sie sich diese Richtlinien und Normen. Die sind eben kostenpflichtig, aber es ist alles geregelt, und ja, man sollte sich natürlich an diese Vorgaben halten.
Ja, vielleicht noch zum Schluss die Vorteile vom naturnahen Regenwassermanagement. Und das ist wirklich die Zukunft. Dort geht es hin, weil wir entlasten das Kanalnetz, das einfach nicht auf diese Starkregenereignisse, die wir jetzt und noch verstärkt in Zukunft haben, ausgelegt ist. Und anstatt dass ich jetzt kostenintensiv in eine Vergrößerung dieses Kanalnetzes Geld investiere, ist es doch gleich viel gescheiter. Ich schaue eben, dass ich ein naturnahes Regenwassermanagement habe, wo ich auch die Mikroklimaverbesserung habe. Das heißt, ich entlaste das Kanalnetz, ich stärke den natürlichen Wasserhaushalt. Das ist möglichst viel Versickerung. Das ist immer das Wichtige. Ich fördere die Grundwasserneubildung. Ich verbessere das Kleinklima, wenn ich das Wasser an Ort und Stelle halte. Ich fördere aber auch die Biodiversität, weil ich mehr Flächen schaffe, auch eben mit dem Schwammstadtsystem. Ich habe viele Beete, die ich bepflanzen kann. Ich schaffe dadurch attraktive und multifunktionale Flächen und es ist kosteneffizient. Also es ist nicht nur ökologisch, es ist auch ökonomisch wirklich sinnvoll, das Regenwasser an Ort und Stelle zu halten. Das Resümee, also wie gesagt, das Wissen ist vorhanden. Unser Regenwasser ist viel zu kostbar, dass wir es ableiten und eben kostenintensiv reinigen, obwohl es gar nicht verunreinigt ist. Das heißt, es ist wirklich viel besser, es an Ort und Stelle zu halten. Und das Regenwassermanagement ist jetzt was ich nicht von heute auf morgen ändern kann. Das heißt, es ist besser, wir fangen früh damit an. Ja, das Wissen ist vorhanden, das theoretische und praktische Wissen ist vorhanden. Man muss sich alle Möglichkeiten genau im Detail anschauen. Also es gibt keine Standardlösungen. Wichtig, immer die Flächenversiegelung reduzieren. Ganz zentrales Thema. Wasserrückhalt geht vor Wasserableitung. Bei jedem neuen Projekt schauen, wo kann ich das Wasser speichern und die Wasserspeicherung mit Pflanzenstandorten kombinieren. Wie wir es eben gehört haben, Drain-Garden-Systeme, Schwammstadt und so weiter, weil dann habe ich auch die Verdunstung und ich fördere die Biodiversität und schaffe Lebensraum für viele Tiere. Ja, es gibt auch eine Sonderförderung für Gemeinden zum Thema klimagrüne Orts- und Begegnungszentren. Das sind eben auch Bepflanzungen im Zuge einer klimafitten Parkplatzgestaltung, kann man hier sich fördern lassen. Überhaupt Konzepte und Planungsleistungen, also die ist jetzt eben recht neu, diese Förderung. Und da geht es genau in diese Richtung. Und die Infos finden Sie in dem Link. Ja, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Also wie gesagt, das Regenwasser ist was, das kann man nicht, oder Regenwassermanagement kann man nicht von heute auf morgen ändern. Also besser, wir fangen jetzt damit an. Naturnahes, dezentrales Regenwassermanagement ist die Zukunft. Und genau, ich hoffe, ich habe ein paar interessante Maßnahmen und Schrauben, Schwämme vorgestellt. Und ja, wie gesagt, nutzen Sie die Schwammintelligenz von Natur im Garten. Wir unterstützen Sie hier auch gerne. Dankeschön. Dein Mikrofon ist noch nicht an, Dani. Zumindest höre ich dich nicht. Danke, Petra. Ja, tatsächlich. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Ich finde, du hast das wunderbar gemacht und hast uns da wirklich einen guten Überblick gegeben und die verschiedenen Systeme kurz und knackig präsentiert. Und ich hoffe, dass jetzt für jede Gemeinde auch was dabei ist, wo man sich das eine oder andere herauspicken kann, damit man mal losstarten kann. Vielen Dank. Wenn du magst, können wir uns an dieser Stelle verabschieden. Ich stelle nur das Angebot vor. Danke, Petra, für deinen Beitrag. Danke. Gut, wir gehen noch zum Angebot von Natur im Garten. Also die wichtigsten aktuellen Dinge sind erstens einmal sowieso das Gartentelefon und die Grünraum-Servicestelle. Also immer dann, wenn Fragen auftauchen oder Sie Unterstützung brauchen, unter 02742-74333 bekommen Sie die Unterstützung, die Sie benötigen. Dann gibt es auch ein neues Tool, das ist www.gartentelefon24.at. Da hat man wirklich zum Thema ökologischer Pflanzenschutz eine gute Übersicht zu unterschiedlichen Symptomen, wie man die vorbeugen kann, wie man die bekämpfen kann. Unterschiedliche Produktanbieter auch drinnen, die Partnerbetriebe mit den Bezugsquellen. Also einfach mal reinschauen, das ist ein super Tool. Dann haben wir am Wochenende, also morgen, die Fachtagung für Gartenpädagogik, so quasi für ein gutes Klima im Garten und auch im Klassenzimmer.
Und zum Thema Schule und Lernen gibt es auch jetzt neu www.lernenimgarten.at. Das sind eben ganz viele verschiedene Methoden für den Unterricht im Garten vorgestellt mit didaktischen Materialien, kostenlosen Downloads und vielen weiterführenden Links zu den unterschiedlichen Themenbereichen. Und man kann da wirklich auch gezielt nach dem Alter der Schüler suchen, nach den unterschiedlichen Unterrichtsfächern oder auch nach der gewünschten Jahreszeit. Also das niegelnagelneu einfach mal reinschauen. Ja, und dann ist zum ersten Mal am 30. Juni der internationale Schmetterlingskongress. Da kann man sowohl in Präsenz als auch über Zoom teilnehmen. Und da geht es eben darum, wie man öffentliche Grünräume, in öffentlichen Grünräumen einen aktiven Beitrag zum Schmetterlingsschutz leisten kann. Weil auch der kleinste Flügelschlag hat schließlich Wirkung auf das große Ganze. Ich kann dann gerne im Nachhinein dann auch noch den Link in den Chat stellen. Ja, die Sonderförderung hat meine Kollegin, die Petra Hirner, schon angesprochen. Es gibt dann auch noch den European Award for Ecological Gardening, wo Sie, wenn Sie ein Vorzeigeprojekt haben, das gerne noch einreichen können. Die Einreichfrist endet aber schon in 3 Tagen, also Ende Mai. Also wenn Sie mitmachen wollen, hurtig. Dann gibt es auch die Jobchance, also falls Sie noch qualifizierte Grünraummitarbeiter suchen, ist das über die Jobchance möglich mit befristeten Arbeitsverträgen für Personen, für die Grünraumpflege. Und auf der anderen Seite können diese Personen dann eine Grünraumpflegeausbildung machen. So, dann noch die Folie mit uns Regionalberatern. Also links oben ist Theresa Steiner, sie betreut Niederösterreich Mitte. Dann rechts oben ist Martina Lill-Reiner im Weinviertel tätig. Links unten Bernhard Heidler fürs Mostviertel. Rechts unten die Petra Hirner, die heute auch uns das Regenwässermanagement näher gebracht hat. Sie betreut das Industrieviertel. In der Mitte Andreas Steinert, der unsere Pflegeberatungen macht. Und in der Mitte unten, das bin ich. Mein Name ist Daniela Tüchler und ich bin Beraterin fürs Waldviertel. Und dann habe ich noch die nächsten Webinartermine für Sie. Also das nächste Webinar ist wie gewohnt der letzte Freitag im Monat im Juni, wo es um Gebäudebegrünung geht. Und ganz neu haben wir jetzt auch schon die Termine und die Themen für das zweite Halbjahr, wo Sie sich bitte wieder gerne neu anmelden können. Auch da kann ich den Link dann in den Chat stellen. Und zwar wird es im Juli weitergehen mit dem Thema Bäume im verbauten Gebiet. Also weil das ja immer wieder so aufgetaucht ist, was ist, wenn viele Leitungen im Boden sind, wie gehen wir da am besten vor? Also das wollen wir mal ganz konkret aufgreifen. Dann das Thema Klimawandel im August. Im September dann ganz konkret Beetpatenschaften, also wie kann man Bürgerinnen und Bürger in die Pflege und Gestaltung von Grünflächen mit einbeziehen. Im Oktober geht es dann um die Friedhöfe, wie man da ein bisschen mehr Vielfalt hineinbekommen kann. Und im November dann, wie auch schon erwähnt, geht es dann um die Alternativen zur Salzstreuung. Also ich freue mich sehr, wenn Sie sich auch für das zweite Halbjahr wieder registrieren und wieder mit dabei sind. Und dann möchte ich noch Danke sagen fürs Dabeisein heute. Danke auch an die Technik im Hintergrund, an die Referentin Petra Hirner und unseren Interviewpartner Mario Jaglatz und an alle Kolleginnen und Kollegen, die im Chat vertreten waren und an alle, die heute hier mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie uns im Padlet, also in dieser digitalen Pinnwand, noch Ihre Rückmeldungen hinterlassen. Und erzählen Sie auch gerne weiter, dass es uns und unsere Gemeindewebinare gibt. Ich freue mich, wenn Sie im Juni beim Thema Gebäudebegrünung wieder mit dabei sind. Wir freuen uns auf Sie. Pfiat euch. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.